Iris, bist du da? Jawohl, ich bin da. Hört ihr mich alle gut? Sehr gut. Okay. So, wir gehen jetzt ein bisschen ein auf das Thema suizidale Krise in Telefonkontakt erkennen und wahrnehmen. Das ist immer ein bisschen ein schwierigeres Unterfangen, als es gegenüber zu sehen, natürlich, weil ich da keine Mimik sehen kann. Das heißt, ich muss da auch ein bisschen auf die Stimmlage achten. Wir wissen ja wirklich auch nicht, wer steckt dahinter, welches Ausmaß der Notsituation ist da. Es geht ja in unserem Fall speziell eigentlich um die Flutopfer, wo wir eigentlich schon mal das Grundthema an sich wissen. Das heißt, sie haben wahrscheinlich viel verloren. Sie stecken im Aufbau, sie stecken in Arbeit und ja, vielleicht Gelder beantragen, sind bei diesen ganzen Dingen auch ein bisschen überfordert. Und da geht es darum, im Gespräch auch ein bisschen auszuloten, ist es Müdigkeit und Überforderung? Ist es auch die Dauer des Ganzen? Also reicht es wirklich, wenn wir versuchen, den Leuten Mut zuzusprechen? Also keine Durchhalteparolen an sich, ja, das geht schon wieder vorbei und halten noch ein bisschen durch, sondern versuchen zu ermutigen, auf eine Art und Weise, damit man den Menschen erreicht. Ja. Verständnis für die Situation aufzubringen, ist da das A und das O. Das heißt, wenn ich ein Gespräch beginne, versuche ich es immer so aufzubauen, gibt es irgendwas, was ich im Moment, wie ich im Moment helfen kann oder was du dir von mir wünschst, was ich dir Gutes tun kann. Und dann geht es eigentlich meistens schon los, dass die Personen reden, weil sonst würden sie sich ja auch nicht melden. Und da ist ja ganz wichtig, dass sie auch benennen, erstmal den ganzen Ballast sich von der Seele quatschen können und ihr Verständnis zeigen. In diesem Gespräch müssen wir wirklich auch aufpassen, was wird denn geäußert? Sind eventuell suizidale Gedanken schon mal da? Dann müssen wir die auch wirklich ganz, ganz ernst nehmen. Das heißt, ja, ich höre zu, ohne zu urteilen. Ich bleibe ruhig, offen und geduldig. Grundsätzlich in jedem Gespräch. Wir hören vielleicht auch diesen Satz und ich glaube, den werden wir öfters hören. Ich kann nicht mehr. Ja, weil sie einfach wirklich an ihrem Limit sind. Und da geht es darum, ein bisschen zu hinterfragen, erstmal hinzuspüren, dass wir das Gefühl dafür kriegen, kann da mehr dahinter sein als die Überforderung? Ist es eine Momentaufnahme der Gefühle? Das heißt, ich stelle dann Fragen, wenn da jetzt nicht von sich aus dieser Satz kommt, ich möchte nicht mehr leben, ich möchte alles hinschmeißen, sondern dass wir versuchen zu hinterfragen mit einfachen, offenen Fragen. Die dann eben wären, denkst du daran, dir das Leben zu nehmen? Oder hast du daran gedacht, dir das Leben zu nehmen? Wenn da ein Ja kommt, auch nachzuhaken, wie lange die Gedanken schon sind, dass wir ein bisschen abschätzen können, wie lange besteht diese Krise schon? Ist es momentan erstmalig eigentlich vorhanden und aufgrund dessen rufen sie bei uns an? Oder begleitet sie dieser Gedanke schon öfters? Also steckt da wirklich noch mehr dahinter, vielleicht schon eine längere Depression. Dann kommt natürlich auch, wie häufig sind denn diese Gedanken da? Man kann natürlich dann auch noch ein bisschen intensiver reingehen in das Ganze, wenn man wirklich raushört, ja, das war schon öfters der Fall und ich habe das schon länger, dass man wirklich nachfragt, inwieweit da schon ein Plan da ist. Also sprich, hat sich derjenige oder diejenige schon Gedanken darüber gemacht, wie denn das sein könnte, wie man sich das Leben nimmt. Also der Plan, steht der nicht. Einfach um für uns selbst auch abzuschätzen, wie erhöht ist denn das Suizidrisiko? Also wie schnell müssten wir eventuell auch in die Handlung reinzugehen, um externe Hilfe mit dazu zu nehmen. Was ich auf jeden Fall da immer brauche, ist das Hintergrundwissen über diese Person. Das heißt, wenn ich ein Gespräch beginne, grundsätzlich mit irgendjemand, der bei uns anruft,
Bei der Mail, da habe ich die Mailadresse ja auch zumindest schon mal. Ich versuche die Umstände auch zu hinterfragen. Also grundsätzlich den Namen, deswegen bin ich da weder, also bin ich da nicht so unbedingt es für ein Pseudonym mir zuzulegen in einem Telefonkontakt. Ich sage meinen Namen immer, nicht den Nachnamen, aber den Vornamen, weil ich das Vertrauens, die Vertrauensbasis möchte. Also ich würde mich da jetzt deswegen jetzt nicht die Waldfee oder so nennen. So meine ich das. Man kann einen anderen Vornamen nennen, von mir aus das lieben gern. Aber ich würde in unserem Fall wirklich empfehlen, die persönliche Basis halbwegs zu halten, damit wir das Vertrauen zu der Person auch gewinnen können und sie uns ihren Namen auch, den richtigen, anvertraut. Denn eventuell brauchen wir den auch, um noch mehr Dinge hinterfragen zu können. Es ist es ja auch so, gerade im Fall der Flutopfer ist es ja auch sehr gut möglich, dass sie vielleicht gar nicht daheim wohnen, weil es kein Daheim mehr gibt, sondern sie sind woanders untergebracht. Auch das kann ein Stressfaktor mit der Zeit sein. Es ist eine ungewohnte Umgebung, man fühlt sich vielleicht ja so als fünftes Rad am Wagen irgendwo, wo man eben untergebracht ist. Das kann wirklich extremst herausfordernd sein. Und auch das müssen wir dann abklären, wo denn die Person dann eventuell ist, dass wir das wissen. Also wirklich versuchen, das Vertrauen zu gewinnen im Gespräch. Wenn wir jetzt also diese Fragen da jetzt ein bisschen so abgeklärt haben und wir hören da immer wieder ein Ja, ich habe mir da schon Gedanken gemacht oder die Gedanken sind öfters da, nachfragen, mit wem ist denn sonst auch noch drüber kommuniziert worden? Weiß die Familie darüber Bescheid? Konnte man sich da schon an jemanden vertrauensvoll wenden? Wie hat die Familie reagiert? Wurde es simpel abgetan als das wird schon wieder oder wird man ernst genommen? Hat man eventuell auch schon eine professionelle Stelle aufgesucht, also eine psychosoziale Beratungsstelle, eine Ambulanz? War man denn da schon vor Ort? Wie waren da die Erfahrungen? Wenn Sie da zum Beispiel negativ waren und man das Gefühl hatte, da ist man nicht ernst genommen worden oder weggeschickt worden, versuchen zu ermutigen, diesen Schritt nochmal zu wagen. Das ist ganz wichtig, immer wieder auch die Angst vor diesen Kontakten zu nehmen, denn oftmals haben Personen diese Erfahrung gemacht, wenn das schon mal vorkam, dass man Suizidgedanken hatte, man wurde vorstellig und hat eben geäußert, ich wollte mir das Leben nehmen, dann wurde man trotzdem weggeschickt, weil kein Platz war oder weil es geheißen hat. Jetzt momentan ist es nicht akut und wir haben keinen Platz. Und das sind natürlich so Dinge, wo man das Gefühl hat, da werde ich gar nicht ernst genommen. Und da heißt es, wir müssen wieder motivieren, wir müssen wieder die Vertrauensbasis auch zu diesen ganzen professionellen Stellen aufbauen. Wir versuchen nachzufragen, was ist es, was im Moment am meisten belastet, um eben diesen Punkt aufzunehmen und zum Schauen, können wir da versuchen, eine Entlastung zu bringen. Also was ist jetzt im Moment das Anstrengendste? Was kann man eventuell gegensteuern? Welche Möglichkeiten habe ich? Wen kann man eventuell kontaktieren, der die Person direkt und vor Ort unterstützen kann, um die Situation besser auszuhalten, um sie gemeinsam zu tragen. Gibt es da jemand? Die Person wirklich überlegen lassen, wen könnte ich denn da wirklich auch anrufen? Oder wen könnte ich darauf ansprechen? Im Freundeskreis, Bekannteskreis, wem könnte ich denn da wirklich vertrauen? Das sind, denke ich, ganz, ganz wichtige Punkte, wo man versuchen kann, einen Ansatz zu machen, die Person aus diesem Tunnel rauszuholen, wenn sie direkt da drin steckt. Denn da wird ihr wahrscheinlich jemand einfallen, wo sie aber dennoch Zweifel hat, diese Person anzusprechen. Und wir sollten da dann ermutigen und sagen, wenn das vielleicht einfach versucht, ja, und noch gar nicht so schnell aufgibt, sondern diesen einen Kontakt definitiv nochmal versucht, und die Möglichkeit, die wirklich besteht, dass man sich das ganz anders vorstellt, wie es nachher kommt. Nämlich, dass die Person einem offen gegenübersteht,
verständnisvoll, ja, und einem dann zur Seite stehen kann. Wenn diese Gedanken häufiger da waren, dann wirklich auch gezielt nachfragen, wenn, was genau hat dir da geholfen, damit die Gedanken wieder zurückgehen? Wie konntest du dich selbst immer wieder da ein Stückchen weit rausziehen aus dem Ganzen? Weil das oftmals aus dem Blick verloren wird. Und da wieder versuchen, den Blick hinzubringen, was war früher möglich? Wäre das jetzt eine Möglichkeit, da wieder anzusetzen? Das wieder ins Gedächtnis zu holen und da dann wieder immer wieder ermutigen, dran zu bleiben. Gut, das nächste. Verständnis und Mut, das sind zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Also wir sollten in den Gesprächen immer Verständnis für die Situation vermitteln. Denn wenn wir uns selber jetzt vorstellen, wir sind in diesem Flutgebiet, unser Hab und Gut ist weg. Wir räumen, wir machen, wir putzen, wir tun. Und alles kommt nicht so richtig in die Puschen. Irgendwann wären auch wir wahrscheinlich total am Limit und einfach unheimlich müde, mental müde. Wir können das verstehen, wir können das auch vermitteln. Ja, durch einfache Äußerungen, dass man sagt, wenn ich mir vorstelle, ich wäre in deiner Situation, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es mir ähnlich gehen würde oder dass ich ähnlich kämpfen würde. Es ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation, in der du gerade steckst. Das zeigt schon mal die Empathie, das Verständnis. Gleichzeitig sollte man aber auch wirklich versuchen, den Mut zuzusprechen. Also den Fokus drauf zu richten. Jetzt im Moment sieht wirklich ganz, ganz viel ausweglos aus. Aber vielleicht, also ja, weil, ne, weil gerade nichts vorwärts geht. Du kämpfst und machst und tust. Und es tut sich einfach nichts nach vorne. Das ist wirklich unheimlich schwierig und schwer auszuhalten. Was es braucht, sind Ruhephasen immer wieder. Wie kann sich die Person die Ruhephasen gönnen? Wieder zur Erholung kommen? Was hat bis jetzt funktioniert? Was funktioniert gerade nicht mehr? Was bräuchte das jetzt? Das wirklich versuchen, gemeinsam mit der Person auszuloten. Also, was ist denn vorstellbar? Gemeinsam überlegen, wenn da jetzt zum Beispiel dann dir als Antwort kommt, ich weiß es nicht, eigentlich gar nichts mehr, dann dürfen wir ruhig selbst auch in die Überlegung gehen und versuchen anzubieten. Wenn wir dann eine Idee haben, zum Beispiel, dass wir sagen, kannst du dir vorstellen, dass es dir helfen würde, dieses oder jenes zu tun? Ob das jetzt zum Beispiel die Kontaktaufnahme zu einer Freundin wäre und ganz offen mit ihr zu kommunizieren, die ein bisschen weiter weg ist. Kannst du mich vielleicht über ein Wochenende mal bei dir aufnehmen? Ich muss hier mal weg. Ja, dazu zu ermutigen, zu solch einem Schritt, das wirklich auch selbstständig zu tun. Also diese kleinen Dinge, die man da machen kann. Oder in den ja, Wald zu laufen, aber bitte nicht alleine. Also jemand, der suizidal ist oder immer wieder suizidale Gedanken hat, würde ich das nie und nimmer raten, allein in den Wald zu gehen. Aber jemand mitzunehmen, sprich auf jemand anders zugehen zu können, den anzusprechen und zu sagen, wärst du bereit, jetzt eine Stunde mit mir irgendwo hinzulaufen? Oder gut, es ist kalt, aber im Liegestuhl mit der Decke reinzuliegen, einfach, ja, Auszeit, runterfahren, solche kleinen Lichtblicke versuchen einzubauen. Alles, was in früheren Krisen geholfen hat, versuchen vielleicht ein bisschen rauszufinden. Gibt es da irgendwas, worauf ich noch zurückgreifen kann? Und vor allem vermitteln diese Person, die ist nicht alleine mit dem Schicksal. Ja, es gibt immer wieder Menschen, die ja mal suizidale Krisen haben und hatten, die jedoch noch da sind, die es geschafft haben, die bereit waren, sich Hilfe zu holen, die diesen Schritt gewagt haben. Im Flutgebiet sind sehr viele Menschen,
denen es, ja, das Wasser bis zum Hals steht, sagen wir es mal wirklich so ganz doof jetzt, weil das Wasser stand drüber. Aber sie haben immer noch das Gefühl, es drückt alles ab und schnürt alles ab und die kämpfen da ja gemeinsam. Und es ist wirklich so, die einen können besser damit umgehen, haben mehr Ressourcen, mehr innere Stärke und die anderen brezelt es einfach viel schneller aus. Aber auch damit sind sie nicht alleine. Das heißt, auch da gibt es immer die Möglichkeit, Hilfsangebote anzunehmen. Der Zustand ist jetzt begrenzt. Jetzt im Moment ist es gerade so chaotisch. Aber es kann Hilfe geben und es gibt diese Hilfe, man darf sie annehmen. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was wir da vermitteln können, da drin auch. Gut, nächste. Okay, es geht um Vertrauen und Vorsorge. Das hatte ich am Anfang ja schon genannt. Es ist schwieriger, das einzuordnen, das Ganze. Wir sollten wirklich das Vertrauen des Gesprächspartners gewinnen, die persönliche Ebene herstellen, sodass wir den Namen erfahren und den Wohnort, beziehungsweise wo ist denn die Person momentan untergebracht? Wer ist denn sonst noch mit dabei? Ne? Also wir versuchen uns zu interessieren für die Person, das so auch zu vermitteln. Wie geht es dir momentan? Wie sind deine Lebensumstände gerade? Für uns selbst, dass wir das einordnen können, ja, in welcher Situation befindet sich die Person? Und aber auch, damit, wenn eben eine suizidale Krise ist, wir wissen, wir können da an diese Stelle eventuell Hilfe hinschicken oder versuchen, andere Menschen noch zu kontaktieren, die da in der Nähe sind. Das heißt, ich notiere mir all solche Dinge. Ich mache mir immer dann so kleine Stichpunkte, Namen sowieso, den Wohnort, Wohnsituation. Und dann habe ich diese Dinge schon mal. Sobald eine suizidale Krise ist, notiere ich das natürlich auch. Mit dem ganzen dicken Stift brauche ich eigentlich nicht, weil da bei mir die Alarmglocken hochgehen und ganz furchtbar laut werden. Und ich dann weiß, jetzt muss ich versuchen, ganz gefühlvoll mich heranzutasten und zum Schauen, dass die Person mir weiterhin vertraut. Denn gerade wenn eine Krise ganz akut ist, also Lebensgefahr drohen kann, dann ist es eigentlich meine Pflicht, einen Notruf loszuschicken. Natürlich dann auch durchzugehen, welche Medikamente oder sonstige Gefahren in der Nähe sind. Das heißt, es sind Dinge, die ich abfrage. Das kann ich nur im persönlichen, auf der persönlichen Ebene, wenn ich das Vertrauen gewonnen habe, dass die Person mir dann auch wirklich sagt, wenn ich sie frage, hast du schon irgendwas, wie du mir gesagt hast, sowieso mit Beispiel Tabletten? Ja, mein Plan ist, mich mit Tabletten umzubringen. Sind denn Tabletten da? Hast du die gerade zur Hand schon? Hast du die schon bei dir? Oder hast du die schon genommen? Und darauf dann wirklich auch eine ehrliche Antwort zu bekommen, und die bekomme ich da eigentlich auch. Oder natürlich auch, wenn Gefahr für andere ist, also ist irgendeine Waffe in Reichweite oder so, weil das als Todesart gesucht wurde oder ausgesucht wurde, weil dann könnte auch für Helfer, die eintreffen, eben eine Gefahr bestehen und dann auch dann muss ich das durchgeben. So. Stefania, eins weiter. Wenn ich das Gefühl habe, ich dringe nicht richtig durch zu der Person, dann darf ich und soll und muss ich eigentlich schon auch äußern, dass ich mir Sorgen und Gedanken mache. Weil die Person, mit der ich mich jetzt da unterhalten habe, die ist mir wichtig und ich möchte da gerne helfen. Was ich aber nie mache, das ist über diese Person hinweghandeln. Ich beziehe sie in jegliche Überlegungen und Handlungen mit ein. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß,
die Person, die hat Tabletten da, aber noch nicht genommen, dass ich ihr da dann eben vermittle und sage, hey, du bist mir echt wichtig und ich würde ganz gern auch nächste Woche nochmal mit dir telefonieren oder in den nächsten paar Tagen. Ich habe aber die Befürchtung und die Angst, dass dir das Gespräch jetzt momentan vielleicht nicht ausreichend geholfen hat. Und mir wäre es ganz, ganz wichtig, wenn wir noch jemanden dazu holen könnten, um dir zu helfen, um dich direkt vor Ort zu unterstützen, weil ich in meiner Handlung eingeschränkt bin. Ich bin am Telefon weiter weg. Ich kann das nicht übernehmen. Wen dürfte ich anrufen? Ist es einer aus der Familie, den ich kontaktieren darf? Ist es ein Freund, ein Bekannter? Oder ist die Gefahr wirklich schon so weit, dass man sagt, eine Klinik wäre wichtig? Also das da irgendwie versuchen auszuloten. Wer wäre da möglich von extern? Wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass man sagt, okay, oder das Gefühl hat, es ist es nicht nur so eine akute Ad-hoc-Situation, wo man sagt, jetzt im Moment sind das erste Mal so diese Gedanken da, und die gehen dann auch relativ schnell vielleicht wieder weg nach dem Gespräch, sondern man hat wirklich das Gefühl oder kann es auch hinterfragen, dass die Person einen geschützten Raum braucht, um da wieder zu Kräften zu kommen, ein Stück weit zu gesunden, dass man versucht, im Gespräch die Angst zu nehmen vor einem Klinikaufenthalt. Ja, weil oftmals da mal jeder dann denkt, na, dann bin ich auf der geschlossenen, da ist ja ganz furchtbar, das sind alle die Spinnen, bla bla bla, man kennt das Ganze. Das sind auch so Vorurteile, die viele suizidale Menschen eben haben, und die versuchen zu nehmen, indem man sagt, ja, solange es eben diese suizidale Krise ganz akut ist, ist es gut möglich, dass du den ersten oder 2 Tage eventuell auf einer geschützteren Station bist, wo man dich einfach ein bisschen besser sieht und auch ja wahrnimmt, wie es dir geht. Und sobald man dann sieht, du bist ein bisschen gestärkter, kommst du ja auf eine andere Station, wo du ein bisschen mehr zur Ruhe kommen kannst. Das so versuchen zu vermitteln, um die Angst zu nehmen. Und dann würde ich auch anzubieten, zu sagen, entweder durch Menschen, die im direkten Umfeld sind, diesen Kontakt machen zu lassen zur Klinik oder eben selbst anrufen zu lassen von uns bei der 112 und sagen, hier ist Gefahrenverzug, wir bräuchten da jemand hin. Diese Basis sollten wir bekommen. Und wenn wir jetzt wissen, die Person hat es eben gerade schon Medikamente genommen, müssen wir die 112 rufen, wir müssen das aber auch äußern. Also wir sagen dann schon auch, wir haben oder ich rufe Hilfe für dich, weil ich mache mir ganz furchtbar Sorgen und ich möchte, dass es für dich so ausgeht, dass ich auch in ein paar Tagen noch mit dir telefonieren kann. Also dass du hier bleibst. Und dein Leben ist momentan in Gefahr und dein Leben ist viel zu wertvoll und wichtig, auch wenn du es gerade nicht siehst. Ich muss mich jetzt, selbst wenn du jetzt gerade zu mir sagst, nein, das möchte ich nicht, bin ich dazu verpflichtet, die Rettung anzurufen. Ob die Person dann noch erreicht werden kann, das wissen wir oftmals nicht und oftmals erfahren wir das auch nicht im Nachgang. Das kann unheimlich anstrengend sein, für uns selber, mental auch. Man kann sich sehr hilflos fühlen. Auch das kann uns passieren. Vielleicht auch, weil wir denken, wir haben das Vertrauen missbraucht. Aber wenn wirklich Gefahr im Verzug ist, ist das die einzigste Möglichkeit, in diesem Moment über den Kopf hinweg zu handeln und zu sagen, ich habe jetzt oder ich muss jetzt die Rettung rufen. Das heißt,
nach Möglichkeit immer Handy und Telefon beides gleichzeitig in Reichweite haben. Mit dem einen telefoniert man, mit dem anderen kann man zeitgleich auch Notruf absetzen. Iris, ich will da mal kurz noch mal drauf eingehen. Du hast jetzt immer wieder auch im Gespräch darauf referiert, auf die enorme Erschöpfung durch die Belastung. Und das ist eben halt auch so wichtig, diese Mitteilung, dass eben die Suizidalität, der suizidale Gedanke eben halt auch die Ursache dieser enormen Belastung, ob nun physisch, psychisch, aber eben die Überbelastung da ist und dass das eben Ausdruck dieser Erschöpfung, auch der tiefsten Erschöpfung ist. Und das rüberzubringen, ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Wenn wir jetzt gerade an die Flutopfer denken, die am Ende ihrer Kräfte sind und sich auch hoffnungslos fühlen, das zu vermitteln, dass diese Gedanken Ausdruck dieser starken Erschöpfung sind. Und wie du das so schön gesagt hast, da dann wieder auf, ja, die Ressourcen, ist es die Möglichkeit, dass du mal für ein paar Tage rausgehst. Ja, weil ich glaube eben wirklich, dass es uns gerade in diesem Fall mit den Flutopfern da doch öfters mal so gehen wird, dass es wirklich aus diesem Erschöpfungszustand rauskommt. Und da können wir wirklich nochmal ein bisschen anders ansetzen, wie wenn das jetzt eine durchgehende tiefe Depression über einen sehr langen Zeitraum ist und die suizidalen Gedanken schon über Jahre immer wieder auch mal bestehen oder Monate. Ja. Gut. Bei Suizidgedanken, wenn die jetzt also auftauchen und geäußert werden, immer versuchen, ja, ein paar Gedanken rüberzubringen. Also zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass es helfen kann, mit deiner Familie, mit dem Hausarzt drüber zu reden, damit sie wissen, wie es dir geht. Es kann ja sein, dass das ganze Umfeld das gar nicht merkt, weil die Person die ganze Zeit gedacht hat, ich muss ja erstmal stark für die anderen sein und die Gedanken nicht laut äußert. Und das ist ein immenser Druck, der da eigentlich bei dieser Person da ist und dem standgehalten werden muss. Dass man nachfragt, wer in deinem Umkreis, was kannst du dir vorstellen, wer das sein könnte, der dir dabei stehen kann, wo man sich austauschen kann, wo man es wirklich auch rauslassen darf, ohne gleich verurteilt zu werden. Wirklich die Person überlegen lassen, wer könnte das sein? Wir selber wissen es nicht, wir kennen die Person nicht. Ja, der Gesprächspartner muss es überlegen und auch äußern. Und meistens können sie es wirklich auch. Also ihnen fällt meistens wirklich jemand ein, zwar immer mit ganz, ganz furchtbar vielen Zweifeln, aber da können wir ansetzen. Sobald da jemand genannt worden ist, ermutigen, das Gespräch zu suchen. Ja, und da dann wirklich hinzugehen und sagen, hey, darf ich mal mit dir reden? Mir geht's gerade beschissen, weil das und das und das ist gerade. Und auch wirklich äußern, dass man glaubt, ich glaube, da ist wirklich jemand in deiner Nähe, der deine Situation nachvollziehen kann, der verständnisvoll reagiert und der bestimmt auch froh und erleichtert ist, wenn du dich öffnest und von deinen Gedanken erzählst. Denn oft ist es so, dass das Umfeld es gar nicht ahnt, vielleicht ein bisschen vermutet, aber sich nicht traut zu fragen. Und sobald einmal erstmal das Gespräch eröffnet ist, oft auch Erleichterung da ist, weil die Person dann auch nachfragen kann, wie merkst du diese Gedanken? Wie äußern die sich? Wie gehst du damit um? Was kann ich tun, dass er weggeht? Also man kommt ins Gespräch und die Kommunikation. Wenn sie eine bestimmte Person schon mal nennt, die man dazu holen könnte, dann kann man ja auch wirklich sie dazu ermutigen, zu sagen, gleich nach und nach dem Telefonat den Kontakt zu dieser Person auch aufzunehmen, also wirklich gleich im Anschluss,
damit da nicht zu viel Zeit zwischendrin verstreicht und der Gedanke wieder wegkommt und dieses Tief dann auch wieder zurückkommt. Wenn wir merken, dass all das gerade alles nicht mehr so hilft, wirklich auch vermitteln, dass wir selber uns in dem Moment sicherer fühlen würden, wenn man gemeinsam schauen kann, bei einem psychiatrischen Institutsambulanz oder ähnlichem anzufragen, wie die Person unterstützt werden kann. Also sprich, gibt es einen Termin, der zeitnah stattfinden kann, wo die Person hin kann, welche Telefonnummer können wir eventuell weitergeben, können wir recherchieren, so dass die Person da wirklich auch unterstützt werden kann, dass die Gedanken wieder nachlassen und weniger werden, dass wieder ein bisschen zum Durchatmen kommt. Das ist da auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn wir psychiatrische Institutsambulanz nennen, sind sie weniger abgeschreckt und geschockt, wie wenn wir sagen, jetzt gehen wir aber in die Psychiatrie. Das ist einfach Fakt, ja, weil ich denke, die Psychiatrie ist wirklich so dieses Ding, wovor die meisten Angst haben. Und so eine Institutions- oder Institutsambulanz klingt immer besser. Und es sind ja auch diese ersten Anlaufstellen. Da kriegst du schnell einen Termin, da kannst du schneller hin, zumindest für ein Erstgespräch. Und die können da schon mal weiterhelfen und vermitteln auch. Es sollte eigentlich mitunter die erste Anlaufstelle sein, neben dem Hausarzt. Hausarzt ist natürlich immer der allererste Ansprechpartner und als nächstes, die Ambulanz. Christina, du hattest noch die Hand gehoben. Ja, danke. Ich hatte eine Frage und zwar wurde ja erwähnt, wie war das jetzt? Jetzt Mit dem Notfall ist mir quasi. entfallen, weil ich hatte, und zwar ging es darum, ja, ich musste mich nochmal sammeln, wie ist jetzt? Okay. Die war dann plötzlich weg. Ich habe meine Hand versucht, wieder runterzunehmen. Ich weiß gar nicht, ob es geklappt hat oder ob die noch sichtbar war. Es ging, glaube ich, darum, Das war, oh, jetzt bin dass. ich in die falsche Richtung. Ja, nee, tut mir leid. Wir gehen ja das Thema auch noch mal durch. Fällt es dir Ich nachher sammle, nochmal ich gehe ein. nochmal in die. Ja. Entschuldigung. Katja, du streckst gerade noch mal die Hand. Ja, dann gehe ich gerade noch mal in der Zwischenzeit. Würde ich gerne noch mal eine Frage stellen, Iris. Und zwar, bei uns war das tatsächlich letztens der Fall, dass sich eine ehemalige Schülerin bei meinem Mann gemeldet hat, die in der Situation war, dass sie leider einen Zusammenbruch hatte und in eine Anstalt geschlossene, hat sie dann geschrieben, eingewiesen wurde. Und sie hat sich letztendlich gemeldet, weil sie eben viel Vertrauen noch zu ihm hat und letztendlich mit dem Wunsch, ich möchte hier raus, wie kann ich das anstellen? Jetzt ist meine Frage an dich, ob du noch ein paar Tipps hast, wie man diesen Schrecken nehmen kann tatsächlich. Das war schon ganz toll, was du erwähnt hast. Jetzt vielleicht auch eher bei Jüngeren auch. Also wie ist es denn tatsächlich, wenn ich jetzt eingewiesen werde, was passiert denn dann? Ich bin 1, 2 Tage, wenn ich suizidal bin, in einem beobachteten Raum und dann? Also es ist kein beobachteter Raum, eine beobachtete Station. Du bist da nicht in irgendeinem Zimmer eingesperrt oder so, sondern du bist einfach auf dieser Station. Es Erschreckende daran für viele ist eben wirklich, dass ganz viele davon, wie soll ich denn sagen, der Mitpatienten ziemlich unter Medikamenten stehen, also Medikamenteneinfluss. Ja, die sind sediert, das heißt, die sind einfach neben der Karte, neben der Spur, schlurchen relativ langsam auch über die Flure, manche. Und das ist ja schon mal so das Erschreckende für viele, wenn sie das sehen. Natürlich dann auch, wenn du da jetzt jemanden hast, der gerade in der Manie feststeckt. Ja, so war das in dem Fall tatsächlich, ja. Genau, das erschreckt natürlich unheimlich, weil du bist darauf nicht vorbereitet, auf diese Situation. Da kannst du eigentlich gar nicht viel machen. Das Problem ist,
sobald eine Person dann anfängt, sich zu wehren oder zu randalieren, kannst du dafür natürlich auch fixiert werden. Mhm. Also wenn Gefahr für dich selbst ausgeht oder Gefahr für andere, werden die Person natürlich auch vorübergehend kurz fixiert. Und das erschreckt natürlich auch. Es ist nicht mehr so wie die Zwangsjacke, wie sich da jeder vorstellt, sondern es ist einfach eine Fixierung. Weil es ganz anders gar nicht möglich ist, um einfach die Situation, die momentane Situation, kurz wieder zu beruhigen. Versuchen, die Angst zu nehmen, kann man in dem Moment eigentlich gar nicht, außer eben zu sagen, du bist da nicht lang und nicht auf Dauer. Da geht es wirklich nur um deine eigene Sicherheit. Dass man weiß, du stehst da noch besser unter Beobachtung und man kann der Gefahr entgegenwirken, dass du dir das Leben nimmst. Und die Personen werden ja auch immer wieder gefragt, hast du suizidale Gedanken? Die werden das einmal am Tag fragen, zweimal, dreimal auf der geschlossenen wie auf anderen Stationen nachher auch, wenn diese Gedanken da sind. Und die Ärzte vertrauen darauf ja natürlich auch, wenn dann ein Nein kommt. Ja. Also wir haben dann so reagiert, wir haben dann gemeinsam, ich habe damit unterstützt, eine E-Mail zurückgeschrieben und haben letztendlich so wieder versucht, an die Ressourcen zu gehen und zu sagen, vielleicht, also das Annehmen erstmal, du bist jetzt da und das sind jetzt 6 Wochen, die du da bist und vielleicht kannst du ja für dich aus den Angeboten dort etwas auswählen, was dir irgendwie jetzt im Moment gut tut oder was dich irgendwie unterstützen könnte oder so. Das war ungefähr so das, was wir da geschrieben haben halt. Das war definitiv ein ganz guter und wertvoller Ansatz, wie man das wirklich auch mit aufnehmen kann. Denn die wird ja auch nicht lange auf der geschlossenen bleiben, sondern sie kommt ja nachher auf eine andere Station und hat da mehr Möglichkeiten, irgendwelche Angebote anzunehmen, die ihr selbst gut tun. Mhm. Also wichtig ist schon auch zu vermitteln, versuche dir selbst Gutes zu tun. Das heißt, wenn du merkst, dir wird da gerade alles ein bisschen zu viel, hör Musik. Ja, also so versuchen aus der Situation erstmal raus, sich ein bisschen wegzuträumen von dem Ganzen, damit sie da ein bisschen zu kräften kommen. Ah, super, das ist auch noch toll. Danke, ja. Das wären so kleinere Hilfsmittel, die wir da auf jeden Fall nehmen kann. Und danke dir. Und auch das, was du vorher selber gesagt hast und was Frank auch gesagt hat, ne, indem du vermittelst, dass das gut wird. Ne, das ist jetzt, ne, vertrau da drauf, da wirst du was finden, was dich unterstützt. Wenn du das vermittelst, weil sie zu euch Vertrauen haben, dann finden die Kinder auch wieder das Vertrauen. Mir ist meine Frage wieder eingefallen. Ich würde ganz kurz, Frank, weil er, glaube ich, dazu noch was dazu hat. Ja. Und dann würde ich dich sofort dran nehmen. Also was immer super motivierend ist, sind zwei Dinge. Das erste ist, dass wirklich alle Studien eigentlich klar sagen, die Leute, die dann sich Hilfe gesucht haben, haben nachher gesagt, boah, das hätte ich voll bereut, wenn ich das gemacht hätte. Ja. Das ist einfach ein Punkt, wo man appellieren kann, dass es was ist, wo man überhaupt nicht klar denken kann und so, dass so viele nachher gesagt haben, boah, ich bin so froh, dass ihr mir mal geholfen habt. Ich hätte das voll bereut. Und das macht eigentlich Mut oder so, um zu sagen, ja, das ist jetzt halt einfach was, das ist jetzt halt einfach eine Krise, aber dafür gibt es wirklich total viele Lösungen und das ist das eine. Und das andere ist, wie das in diesem Klinik-Setup abläuft, ist halt auch so, dass es A, völlig unterschiedlich, selbst in Stuttgart. Aber entscheidend ist einfach, dass das absolute Profis sind, die 100% wissen, was sie tun und die nur das machen, was für dich nötig ist. Das schafft auch wieder Vertrauen. Das ist nicht wie im Film, einer flog übers Kuckucksnest, ja. Und ja, die Leute, die da rumlaufen, die sind halt anders, die sieht man halt vermutlich nicht so auf der Straße, aber es ist halt auch in dem Sinne ein Krankenhaus, da macht ja keiner Jokes damit,
Ja. Und das muss man halt einfach sagen, so, das ist, also was viele sagen, die da gewesen sind, so dass man das eher betont, das ist eine coole Erfahrung. Ja. Du gehst nachher stärker raus, als du reingekommen bist. Und nicht so das Negative so framen, dass da nur die Vollhonks rumlaufen, ja. Sondern eher so, hey, da sind so viele coole Leute oder so und das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Weißt du, eher den ganzen Zusammenhang umframen. Weil da arbeiten wirklich Hochprofis, hochprofessionelle Leute und das ist genau das, was er oder die gerade braucht. Und das nimmt dann die Angst weg, ja. Und wenn dann was kommt mit ja, aber, kannst du immer sagen, ja, es ist halt so, Einzelfälle gibt es immer. Ja, das kann man nicht ausschließen. Aber die Gesamtheit, ja, ist halt einfach cool. Das ist wichtig. Und halt so, dass man nicht immer über die Medien sieht man ja, dass dann Einzelfälle hochstilisiert werden. Weißt du, nach dem Motto so, der Zug, der 99 Mal ankommt, interessiert keinen. Aber der eine, wo es nicht klappt, den macht man halt zu einem Dilemma, zu einem Eklat. Und das kannst du ihm auch sagen. So. Das schafft dann einfach immer so, ja. Einfach viel Hoffnung. Halt da einfach Vollprofis und man hat da einfach keine Erfahrung damit, ja. Aber er oder sie gehen da stärker raus, als sie reingegangen sind. Das ist for sure, ja. Schön. Vielleicht hilft dir das so ein bisschen. Psychiatrie cool machen, ja. Ja, danke. Also cool machen würde ich es jetzt nicht unbedingt, weil diese Erwartungshaltung wird man nicht erfüllen können, Frank. Aber die Angst zumindest nehmen und also die Ansätze von dir sind ja wirklich jetzt auch mega, mega gut, indem man wirklich auch vermittelt, das sind die Profis, die dir helfen, diese Ärzte, die da wissen, was sie tun. Auch wenn ich ganz ehrlich bin, nicht alle davon, da bin ich ganz ehrlich, aber die Mehrzahl ja. Aber ich würde es jetzt so im Gespräch nicht sagen, ne? Nicht alle. Ja, auch die Sprache, ne? Für Kinder und Jugendliche passt vielleicht cool, dann. Aber die werden hinterher auch nicht sagen, das ist cool dort, sondern ja, versuchen die Angst zu nehmen und sagen, da kann dir geholfen werden und versucht es auszublenden, was dich vielleicht da drin ängstigt oder wo dich sieht, wo das strange vorkommt. Die sind alle dort, weil sie momentan eben Hilfe brauchen mit ganz, ganz verschiedenen Problematiken. Aber du bist da wegen deiner und es kommt da jetzt auf dich an, dass du diese Hilfe dort kriegst. Und achte da auf dich und gar nicht so auf die anderen. Das ist vielleicht auch so ein Ansatz, wo man versuchen kann, ein bisschen die Angst zu nehmen. Christina, ich hatte dir versprochen. Ja. Super, danke. Was mir jetzt genau eingefallen ist, war mit den Kliniken an sich. Gibt es da eigentlich verschiedene Arten von Kliniken? Also ich vergleiche das jetzt einfach mal, wie wenn man schwanger ist und gebiert, da gibt es einmal die Klinik, die weiße Klinik, die einen total anblendet, wenn man da zur Rückenlage sozusagen verdammt wird. Oder gibt es da auch sowas wie ein Geburtshaus, wo es eigentlich auch ein bisschen ansprechender ist. Also wenn ich Klinik höre, dann habe ich sofort mein Bild, wo ich zuletzt in der Klinik war mit meinem Knie. Das ist kalt, das ist eigentlich wie so, ja, von der Atmosphäre. Weil ich dachte halt, wenn Menschen Angst haben vor der Klinik, das hat ja irgendeinen Grund. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Kliniken, die sind in alten Villen untergebracht oder in wunderschönen Orten. Und es gibt natürlich wirklich die Kliniken, ja, wie man sie kennt, und die haben halt Klinikflair und auch im psychiatrischen Bereich. Aber Kerstin ist leider heute nicht da, nämlich weil sie ihren Abschlussabend hat. Die hat ein Jahr Berufsfreiwilligen oder einige Monate Berufsfreiwilligendienst in einer geschlossenen Abteilung gemacht. Und die wird nochmal kommen und wird uns ganz toll davon berichten, weil sie sagt, sie hat noch nie so viel Spaß gehabt, so viel gelacht, wie dort in der Zeit. Ah, okay. So, also da können wir da auch noch mal ein bisschen auf diese Situation eingehen. Und da hat sich viel geändert, überhaupt in der Begleitung im klinischen Bereich. Sehr viel wird mittlerweile auch sogenannte Ex-In, so Genesungsbegleiter,
von ehemals psychisch Kranken oder eben die gelernt haben, mit ihrer Erkrankung umzugehen, auch mit schweren psychischen Erkrankungen umzugehen und die dort vor Ort in den Kliniken, in den Abteilungen, auch in den geschlossenen, dann diejenigen begleiten, die jetzt dort gerade akut reinkommen. Und das entdeckt man, dass das eine unglaubliche Ressource und Unterstützung ist. Ja, super. Weil ich habe jetzt nur, ich greife jetzt nur aus der Erfahrung zurück, die ich jetzt vor 30 Jahren hatte. Da war das noch ganz anders, denke ich mal. Und dann noch eine andere Frage, und zwar, wie ist das denn jetzt in Anführungszeichen mit dem Corona? Weil wenn man jetzt in die Klinik kommt, dann muss man ja wahrscheinlich, kommt man nicht drum herum, in Anführungszeichen getestet werden, oder? Das wird sicherlich so sein, ja. Wie ist das, wenn jetzt jemand das nicht möchte? Weil das ist ja eigentlich ein ziemlich invasiver Eingriff und ich finde das auch. Also gegen den Test wird man sich nicht wehren können. Also ich weiß es jetzt also von einigen, dass die jeden Morgen, ich glaube, ist da ein Corona-Test. Das ist doch Wahnsinn, ja. Naja, und jetzt sagen wir mal, wenn man das nicht wollte oder so, dann wenn man sich, da kann man sich ja gar nicht gegen wehren, weil da wird man ja wahrscheinlich fixiert, oder? Nee, das denke ich jetzt nicht, aber ich kann ich mal noch in Erfahrung bringen, aber ich glaube, die Tests, den reinen Test, also der ist ja auch zum Schutze der anderen. Ne? Ist das ein Spucktest oder ist das diese Nasenpenetration? Das weiß ich jetzt nicht genau, wie sie es machen. Mhm. Aber das ist zumutbar. Aha, okay. Ich würde jetzt, dann würde ich jetzt gerne in Anblick auf eure Zeit, es ist nicht mehr so viel, weitergehen. Nur, dass der Abend nicht zu lange für euch ist. Super, danke für meine Frage. So. Ja, hier hatten wir das ist gerade diese Angst vor Kliniken nehmen, dass man wirklich auch mal sagt, ja, es wächst einem wirklich manchmal alles total über den Kopf. Das kann ich mir selber auch vorstellen. Vor allem in deinem Fall, jetzt, was du mir alles so schilderst, das einfach so ein bisschen benennen. Und das ist bestimmt auch gut, wenn man irgendwo versuchen kann, Kraft zu tanken. Also wir sollen wirklich die Klinik auch so vermitteln, dass es auch ein Ort ist, an dem ich Kraft tanken kann, für mich selber wieder. Dann, ich denke darüber nach, dass dir gemeinsam und mit mehr Unterstützung bestimmt geholfen werden kann. Weil ich weiß, ich als Ersthelfer oder als die Person, wo momentan der Gesprächspartner ist, kann da gar nicht so viel unterstützen, wie es notwendig ist. Also da darf und da muss mehr Unterstützung her, wo geholfen werden kann und es vermitteln. Es gibt da noch was, auf das können wir zurückgreifen. Wenn wir merken, diese suizidalen Gedanken sind immer nur ganz minimal mal kurz da, auch schauen, nachzufragen, gibt es da schon einen Notfallplan, den man sich selbst zurechtgelegt hat, wenn diese Gedanken intensiver werden? Hat man sich damit auseinandergesetzt? Wo kann man diesen Notfallplan hinlegen? Zum Beispiel, dass man den immer auch sieht. Was dann hatte ich den Notfallplan dann auch noch mit drin? Hatte ich, ja, okay. Genau. So. Bei Gefahr. Wenn die betroffene Person ablehnt, dass du weitere Hilfe ins Boot holst, macht deutlich, dass diese Person dir viel zu wichtig ist, um sie nicht in ihrer Not alleine zu lassen, und ihr Sicherheit geben möchtest. Das dürfen und das sollen wir vermitteln. Du bist mir wichtig. Du bist mir sympathisch geworden in dem Gespräch. Du bist mir wirklich wichtig. Dies immer wieder auch mitteilen. Ruhig, dennoch auch so, dass es glaubhaft kommt und respektvoll. Und dann eben auch sagen, wen wir kontaktieren. Akute Gefahr 112. Auch das der betroffenen Person mitteilen. Sagen, wir holen jetzt Hilfe für dich, denn du bist mir zu wichtig und ich möchte ganz gern mit dir nächste Woche, übernächste Woche
gern nochmal telefonieren und sehen, dass es, wie es dir da geht, wenn wir da nochmal miteinander telefonieren. Und ich möchte, dass du da bleiben kannst. Und wir brauchen die Hilfe für dich. Ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir das tun. So, was auch ganz sinnvoll ist, es ist immer Notfall- und Krisenplan zusammen auszuarbeiten. Das heißt wirklich mit der betroffenen Person, mit der wir da im Gespräch sind, nachzuhaken, welche Warnsignale sie vorher denn überhaupt schon gemerkt hat, wenn diese suizidalen Gedanken kommen. Meistens merkt man das so ein bisschen im Anflug und kann da versuchen, gegenzusteuern. Das heißt, gibt es da schon irgendwas, was möglich war, um da etwas dagegen zu setzen? Also wo sind meine Frühwarnsignale? Wie merke ich, dass es kommt, dass diese Gedanken immer häufiger auftreten? Und was hat denn bisher eigentlich geholfen oder was könnte es weiterhin helfen, damit diese Gedanken sich auch wieder zurückziehen? All diese Dinge soll die Person sich einfach auch notieren. Ihr wartet dann immer und fragt dann, wiederholt dann nochmal, was hast du jetzt aufgeschrieben, sodass man auch wirklich sieht, hat es nachher Hand und Fuß und kommt sie damit klar oder war es nur ein Stichwort, wo sie nachher vielleicht wieder vergessen könnte, den Zusammenhang, weil sie vielleicht in dem Moment auch ein bisschen durch den Wind ist. Ist manchmal schwierig übers Telefon, deswegen da einfach ein bisschen nachfragen. Man kann natürlich auch gemeinsam dann diese Liste erstellen. Das heißt, wir können da auch ein bisschen drauf einwirken, indem wir vielleicht das eine oder andere erfragen, ob sie denn meint, sie oder er meint, dass das eventuell helfen könnte, diesen inneren Druck zu reduzieren, dass er sich wieder zurückzieht, die Gedanken ruhiger werden. Zum Beispiel, wo fühle ich mich sicher? Bei was kann ich mich ablenken? Was würde mir gut tun? Und vor allem, was ist in dieser Situation davor überhaupt noch umsetzbar? Denn viele der persönlichen Dinge und Gegenstände sind eben gerade im Flutgebiet gar nicht mehr vorhanden. Das heißt, Dinge, an denen ich mich vorher festhalten konnte, sind jetzt vielleicht gar nicht mehr da. Was könnte ich da dafür als Gegenstand nehmen? Familie und Freunde, die abwechselnd und regelmäßig Kontakt zur Person aufnehmen können, ein bisschen in den Alltag mit einzubeziehen. Ja, also wirklich auch notieren, ich darf ja Frau XY anrufen oder Bescheid geben und sagen, sie soll mit mir spazieren gehen, weil ich merke, ich habe gerade diese furchtbaren Gedanken wieder, die sich anbahnen und ich möchte sie nicht haben. Damit man einfach abgelenkt ist von dem Ganzen, dass man zur Ruhe kommen kann. Wenn man merkt, es fällt alles gerade einfach zu schwer, dass man da dann jemand mit dabei hat. Ganz hilfreich ist es natürlich, wenn es mehrere Personen sind, die man da ein bisschen einbeziehen kann, damit es entlastet, auch die Helfer drumherum, die vor Ort sind, entlastet. Was auch ganz sinnvoll wäre, sind natürlich auch Skills, die man sich da ein bisschen zurechtlegt. Also wenn der Gedanke ganz, ganz heftig ist, wie gehe ich dann damit um mich abzulenken? Das heißt, Chilischote, scharfe Kaugummi, Eiswasser, all diese Dinge, damit der Kopf, das Hirn auf was anderes gelenkt ist, sodass ich das wieder zurückziehen kann helfen. Ganz wichtig natürlich auch bei so einem Notfall- und Krisenplan sind Notfallnummern, dass man sich die auch immer direkt ans Telefon legen kann. Heißt also, wenn jetzt die Person gerade merkt, ich habe meine suizidalen Gedanken, ich bin jetzt gerade so müde, ich möchte mir das Leben nehmen, ich kann einfach nicht mehr, dass sie wirklich da Telefonnummern direkt vor sich liegen hat, damit es wieder ins Gedächtnis gerufen wird. Das ist zum einen mal ganz klar die Telefonnummer des Hausarztes, dann vom Rettungsdienst, dann haben wir auch Telefonnummern von PIAS, das heißt also von diesen psychologischen Institutsambulanzen und von psychologischen Kliniken. Falls es eben notwendig ist, auf
direkt auf Kliniken zuzugreifen, weil es sehr, sehr akut ist, dass man dies wirklich alles dabei hat und vor sich liegen hat und sofort handeln kann. Von Familienangehörigen und Freunden, die Bescheid wissen. Diese Telefonnummern alle auf einen Zettel. Die Telefonseelsorge, weil wir zum Beispiel sind ja jetzt da mit unserem Angebot, das wir stellen, nicht rund um die Uhr verfügbar, sondern nur zu gewissen Uhrzeiten. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr da. Und es kann in diesem Moment auch helfen, da mit jemand zu reden und dann eben weitere Schritte einzuleiten. Es gibt auch für jüngere Menschen die Telefonseelsorge von der U25, das auch ein ganz wichtiges Angebot ist. Da ist leider oftmals so, dass die ja nicht sofort sich zurückmelden können. Es ist ein Mail-Programm, sondern dass es auch da eventuell ein bisschen dauert, bis man eine Antwort bekommt. Diesen Link zu sich zu notieren ist auf jeden Fall auch sehr hilfreich. So können eben junge Menschen direkt da mit jemand auch in Kontakt treten, der dann im Mail-Austausch mit der Person bleibt. HelpMail ist die Mailberatung für Kinder und Jugendliche mit Suizidgedanken. U25deutschland.de. Der Krisenchat.de ist auch 24 Stunden an 7 Tagen eine Krisenberatung per Chat für Jugendliche. Dann gibt es noch die Beratungsstelle Neuland, auch für junge Menschen, und die Youth Lifeline im Leben bleiben, wo man eben auch direkt ja versuchen kann, da Kontakt zu bekommen. Wenn eine Person sieht, es hilft mir alles nichts, ich komme da nicht weiter, sollten wir wirklich nochmal versuchen, in dem Gespräch ihr klarzumachen, diese Telefonnummern, diese Links, die sie sich notiert hat. Wir können natürlich auch anbieten, es per Mail zu schicken, wenn sie uns eine Mailadresse zukommen lassen, auch wirklich zu nutzen und ganz explizit auch Kliniken zu kontaktieren, den Rettungsdienst, wenn sie sehen, es wird ganz, ganz schwer, sie können es nicht mehr kontrollieren, aber eigentlich dennoch noch nicht ganz gewillt sind, aus dem Leben zu gehen, sondern immer noch hoffen, irgendwoher Hilfe zu bekommen, dass sie wirklich diese Telefonnummern auch in Anspruch nehmen und sich da nicht davor scheuen. Wenn wir so eine Beratungssituation haben, wo Suizidgedanken geäußert werden, sollte uns eines klar sein, wir können nicht jeden Suizid verhindern. Es ist immer möglich, dass wir Menschen daran verlieren, weil sie schon diesen einen Schritt zu weit sind, dass wir sie innerlich überhaupt nicht mehr erreichen, gedanklich nicht mehr erreichen, dass es so dieser letzte Schritt war, eigentlich um sich noch mal mitzuteilen und mitzuteilen, ich gehe jetzt, für mich ist genug. Wir haben unser Bestmöglichstes getan. Dessen sollen und dürfen wir uns immer bewusst sein, um den suizidalen Menschen zur Seite zu stehen. Wir können dadurch natürlich Suizide verringern, aber wir können nicht jeden verhindern. Es kostet Mut, Kraft und viel Energie. Es ist nur mit Geduld, Offenheit und Ruhe möglich. Ganz wichtig auch, gib kein Versprechen, das du nicht halten kannst. Wenn Gefahr im Vollzug ist, müssen wir handeln und auch ja die Rettung anrufen oder auch die Polizei, je nachdem. Dies aber auch der betroffenen Person mitteilen. Was wir auch nicht vergessen dürfen, das ist die Selbstfürsorge danach. Und es kostet auch uns sowas von viel an Energie, dass es mal hinterher wirklich ausgelaugt sein kann. Und es kann einen belasten, es kann einen lange beschäftigen. Man kann vielleicht auch ein bisschen ins Zweifeln kommen, ob man genügend getan hat, das Richtige getan hat. Aber wir dürfen natürlich danach, nach so einem Gespräch, nach so einem Beratungsgespräch, auch mit jemand anders darüber reden. Natürlich nennen wir keine Namen und Details, über wen es da ging.
können aber natürlich die Situation schildern und uns so ein bisschen ein Feedback holen und uns den Rücken stärken lassen. Tu etwas Gutes für dich selbst, das ist ganz wichtig. Also irgendwas, um den Kopf selber wieder frei zu bekommen, aus der Situation wieder rausgehen zu können. Laufen, Musik hören, gutes Essen, zusammen sein mit Freunden oder Familie oder Entspannungsübungen. Und manchmal hilft auch Schokolade. Also die hilft mir dann manchmal immer ganz gut. Auch das darf dann sein. So ein kleines Belohnen darf man sich da gönnen danach. Das hast du schön gesagt. Das ist auch dieses, ich glaube, man jeder, der sich bemüht, darf auf jeden Fall auch stolz auf sich sein, für das, wie er unterstützend ist. Und du hast eben noch ganz wertvoll gesagt, eben auch als du auf die Skills zu sprechen kamst mit der Chilischote oder das Eiswasser, dass sich eben dieser Zustand, der mentale Zustand, fixiert sich auf diesen Gedanken und das Gehirn kann fast gar nicht mehr an was anderes denken. Und hier eben diese Wichtigkeit, wo wir vielleicht auch selber mal aus unserem Leben, aus anderen Kontexten her kennen, wenn wir an nichts mehr anderes denken können, als wir an den einen Gedanken. Und wie raumgreifend, wie besitzergreifend das von uns ist. Und dass es eben auch darum geht, aus dem einen Zustand herauszulösen, in wieder was anderes rein. Das hast du auch mit diesen Beispielen sehr gut beschrieben. Ja, das ist ja auch wirklich das Wichtige daran, dass man da versucht, diesen Fokus drauf legen zu können. Und es geht halt wirklich mit ziemlich extremen Mitteln, sage ich mal. Also wo wirklich der Körper dann plötzlich auch wieder spürt und die Sinne und die Nerven wieder spüren, um davon abgelenkt zu werden, bevor man gegensteuern kann. Wir danken für all eure Aufmerksamkeit, auch für die tollen Fragen und Anregungen, die im Laufe des Vortrags kamen. Und wir sind stolz auf das, was wir hier ins Leben rufen und wie wir jetzt in dem Fall auch die Opfer der Flutkatastrophe mit unterstützen, aber auch alle anderen Menschen in unserem persönlichen oder beruflichen Umfeld. Für ein starkes Wir. Danke an dich, Iris, und danke, Ulrich. Adieu. Tschüss.